Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play The Crew Wild Run DLC. Und ja, ihr habt das jetzt gerade gesehen in der Summit-Qualifikationsbelohnung bei... Ja, ich glaube, die hieß Time's Up, wenn es mich nicht täuscht, haben wir die Goldmedaille geholt. Und ja, wir fehlen jetzt noch 2 Medaillen für einen Teilnahmeschein für den monatlichen Summit, alles klar. Und ja, die Chancen stehen relativ gut, dass wir in, oder beziehungsweise, dass wir den Dragster, jawohl, das Starter-Kit bekommen. Und dieses haben wir auch hiermit bekommen. Und ja, ich würde jetzt mal behaupten, wir nehmen uns hier jetzt direkt das nächste Summit vor. Guts and Glory, sehr, sehr nicer Name, das muss ich jetzt schon mal sagen. Und ja, ich werde jetzt wieder ganz fix, ganz kurz die freie Fahrt Stuntstufe erreichen auf 3. Das werde ich natürlich wieder rauscutten. Und ja, dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Ja, ich weiß, ihr seht es, die ganzen Leute laden mich hier ein in Cruise. Ich weiß, ich werde doch demnächst ja einen kleinen Roadtrip machen, der dann im Vorhinein festgelegt ist. Das kann ich schon mal sagen. Ich werde ihn eventuell nächste Woche Samstag bzw. Freitag machen. Das weiß ich noch nicht, aber da wird auf jeden Fall ein Infovideo kommen. Aber ja, jetzt werden wir erst einmal die freie Fahrt Standstufe machen. Und ja, wir sehen uns dann nach einem kleinen Cut wieder. So, liebe Motorsportfreunde, ja, ihr habt es gerade noch ganz kurz gesehen. Hallo, was ist denn hier los? Schiebt mich einfach das Auto weg. Ja, wir haben jetzt unseren Teilnahmeschein gewonnen und ja, hier fahren auf jeden Fall immer noch ein paar Abonnenten hier mit. Ja, ich weiß, ihr schreit schon danach so, ja, lass mal zocken, ich weiß. Nur das Problem ist, ich muss auch immer noch für euch Folgen produzieren und ja, das ist mir doch immer noch sehr, sehr wichtig und ja, damit ich halt möglichst viele Fliegen mit einer Klappe schlage, will ich eben versuchen, dass ich dann halt, ja, zum Beispiel durch so ein Community-Event möglichst viele, ja, Wünsche von Abonnenten, ja, erfüllen kann. So, ich krieg jetzt hier gerade mal wieder Stress, aber ich würde jetzt auch einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach in das nächste Qualifier rein. Wir schnacken da jetzt gar nicht weiter groß drum rum. Das sollte nämlich hier oben sein, so ist es, Guts and Glory. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was uns dort auf jeden Fall jetzt mal erwartet. Ja, ich denke, ich werde das wieder so auf 2 Teile aufteilen. PvP hat ja letztes Mal Wunderbärchen geklappt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, ob es auch wieder so gut funktioniert. Das wird jetzt ja lustig, beziehungsweise lustig zu sehen sein wird es nicht, aber es wird spannend zu sehen sein. Und ja, wir fangen mal wieder mit dem Monster Truck an. Alter, da waren 2 Namen angezeigt. Jetzt konnte ich konnte nur Big Scorpion konnte ich lesen. Den anderen Namen konnte ich leider nicht lesen. So, da nehme ich jetzt natürlich wieder den Abarth. Das ist super, dass man da wieder frei wählen darf. Und ja, ich leider irgendwie so in Sachen Updates bis jetzt ja, nichts weiter gelesen. Bei The Crew gab es ja nur dieses Weihnachts-Update. Aber egal. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir hier mit unserem Fiat 500 auf jeden Fall nochmal wieder ein paar gute Teile hier organisieren können. So, wir versuchen hier direkt mal, jawohl, einen weiteren Rückwärtssalto hinzukriegen. Das ist halt meine Taktik hier bei Monster Truck Arena. Ich weiß, dass man ganz oben, wenn man ganz oben ist, kriegt man eben 5000 Punkte. Das hat mir auch wer geschrieben. Nur ich sag mir da immer, bis ich da oben bin, ist doch die Zeit längst rum und ich kann unten viel besser und viel schneller Punkte machen, oder? Oder wie findet ihr das? Ich weiß es nicht. Mir kommt es halt so vor. So. Jetzt können wir hier vielleicht direkt wieder... Aha, 2 gehen nicht. So kommt das mir halt nur vor, wisst ihr, liebe Leute? Und deswegen sag ich halt, ich bleib hier unten, hol mir die Loopings, hol mir die ganzen Dinger ab. Holy shit, wo fahre ich jetzt lang? Hol mir die ganzen Rückwärtssaltos ab und so weiter. Und dann passt das schon. Das ist halt so meine Devise. Wuppa. Jawoll, ne, richtig nice gerade hier gewesen. So, und hier kriegen wir nochmal ein 500 damit. Und auch nochmal ein Rückwärtssalto. Nur jetzt liegen wir wieder wie eine Schildkröte auf dem Kopf. Na komm, dreh dich um. Was machst du denn jetzt hier? So, da ist auf jeden Fall auch noch ein Looping. Den können wir auch noch mitnehmen. So, und hier können wir auch nochmal schön hochfahren. Und hier den Rückwärtssalto mitnehmen. Vielleicht 2, wenn es geht. 2 gehen nicht. Und jetzt liegt es mich wieder so behindert auf dem Kopf, dass ich nicht wegkomme. Ja,
hallo. Da weiß ich nie, wie ich genau das Auto steuern soll. Irgendwie. Ist halt schon immer ein bisschen blöd dann. So. Oh, Alter. Irgendwie ganz kurz sehr, sehr strange hängen geblieben. Gerade. So. Na, hier mache ich jetzt mal nichts. Nehme ich jetzt nur einfach mal die 200 Punkte mit. So, und jetzt hier hoch. Wuppa. Das ist leider kein Rückwärtssalto. Das gilt nicht. Hat er mir jetzt hier so gerade klar gemacht. So ungefähr. So, und ich werde jetzt hier, weil da sind jetzt zwei Loopings hintereinander, die 2000 Punkte würde ich da noch gerne mitnehmen. So, weil hier kommt jetzt noch einer. So, jetzt bin ich schon gespannt. Da ist auch auf jeden Fall noch ein Tausender drin. Jawohl, so ist es. So, und jetzt hier, uah, ein riesiger Sprung. Richtig viele, 500 Punkte. So, wunderbar. Und jetzt gibt es hier noch so, kann man noch ein paar Rückwärtssaltos hier machen. Kriegen wir vielleicht zwei hin, wenn es geht. Ah, fuck. Es wären locker zwei geworden. Und jetzt stellt es mich wieder auf den Kopf. So, einen kriegen wir noch hin. Einen Rückwärtssalto kriegen wir vielleicht noch hin. Vielleicht wären das auch zwei, ich weiß es nicht. Je nachdem. Yes, das wären noch perfekt zwei. Super. Ja, immerhin 23.414 Punkte. Ich denke mal, das kann man lassen. Das kann man stehen lassen. Ja, mein Ziel ist natürlich wieder, Goldmedaille zu holen in diesem Qualifier. Wenn es natürlich nicht funktioniert, ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Weil Hauptsache eine Medaille, dass er dann noch in dem nächsten Summit, in dem monatlichen Summit spielen dürfen. Beziehungsweise ja, den nochmal bestreiten dürfen. Das wäre das Wichtigste. Nur es wird spannend zu sehen sein. Ich weiß, dass es irgendwie das ganze Jahr noch weiterlaufen soll. Ich weiß halt nicht, ob ich da noch die Motivation komplett haben werde, weil das ist dann doch schon relativ eintönig dann irgendwann. Muss ich jetzt doch wirklich mal zugeben. Wir machen mal die Drift-Prüfung. Cool, Justin Gamer mit 18.000 Punkten. Big Scorpion mit 3.000, dann wieder ein Mr. Lad mit 4.000 Punkte. Ich meine, wenn ihr das so gut schafft, ihr Abonnenten, dann ja, zeige ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, wir werden wieder den M5 nehmen. Da komme ich ja viel besser mit klar, als mit dem, als mit der Corvette, mit der C7. So, es ist jetzt natürlich Regen. Das Problem ist sehr, sehr enge Straße, das heißt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, den aufzupendeln. So, ja, ich weiß, dass ihr mit mir hier zocken wollt. Aber ich muss doch hier gerade ein bisschen aufnehmen. Holy shit, das war jetzt nicht so gewollt gerade. So, und hier kann ich wieder schön hin und her pendeln. Ah, Mist, was war das denn? Das war komplett Kacke jetzt gerade hier von mir. So, jetzt können wir hier schön rumtreiben. Komm, den ziehen wir hier schön rum. Jawohl. Nur jetzt schon leider fahre ich hier runter gleich. Das ist nicht so gut. So, Alter, komm schon. Ja, ich bin hier immer, glaube ich, einen Tick zu schnell, wenn ich hier runterfahre. Ja, man muss halt versuchen, die Straße auch so gut es geht auszunutzen. So. Komm, rum. Was ist los, BMW? Wimmer. Nee, der versucht, taugt mir bis jetzt noch gar nicht. So, ich kann zwar hier immer ganz gute Drifts landen. Aber jetzt fehlt mir hier wieder komplett der Dampf. Irgendwie hatte ich so gerade das Gefühl. Eigentlich müssten hier schon, ja, so 18.000 Punkte müssten hier auf jeden Fall drin sein. So, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen mit Multiplikator was hinzukriegen. Jawohl, der Drift war nice. Mir geht es ja auch schon immer ein bisschen auch um die Ästhetik. Also, ich meine, ich versuche natürlich schon, dass ich immer ein bisschen, ja, wenigstens die Kurven, dass ich die schön drifte, das ist mir schon immer wichtig. Weil sonst, ja, macht das ja auch nicht so viel Sinn. Alter Schwede. So, ja, jetzt schon mal wieder 24.000 Punkte. Jawohl, hier, das ist halt, das ist schön gedriftet, ja. Also da kann man echt nichts sagen. Nur ich verkack's halt mal wieder hier mit dem Pendeln. So. Shit, man, da geht's sehr, sehr weit. Ah, passt. Ja, zumindest. Oh, jetzt ist doch der Versuch dann gar nicht mal schlecht geworden, meiner Meinung nach. Jetzt mit über 30.000 Punkte.
kann sich das schon nochmal sehen lassen. So, und wir driften hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Jawohl, nochmal 4000 Punkte obendrauf, also knapp 35.000 Driftpunkte. Das ist doch jetzt mal gar nicht so schlecht, oder? Meiner Meinung nach kann man das schon ganz gut lassen. Und jetzt, ich dachte, wir gewinnen jetzt hier einen Platin-Teil, aber nur Silber. Stufe 42, Bremsbonus, ja, nochmal ein plus 7, super. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. So, ja, 760. vom Rang her, ist doch super. Kann man, denke ich, mal so stehen lassen. Ich habe gerade nochmal meine Kopfhörer zurechtgerückt. So. Alles klar, jetzt sind wir immer noch im Bronzerang, aber es dauert nicht mehr lange, da sind wir auf jeden Fall im Silberrang. Und ja, jetzt natürlich die Dragster-Prüfung. Okay, 13.6, 15.4, 17.8. Okay, ich denke so 15.4, 14 Sekunden, da sollten wir uns, in dem Bereich sollten wir uns dann auf jeden Fall bewegen. Das ist jetzt mal so mein grob geplantes Ziel. Und ja, wir werden natürlich den Ruf nehmen, ganz klar. Da müssen wir mal schauen, was wir dann noch alles wieder machen in der Folge. Ich schätze mal, das Zeitrennen werden wir danach noch machen. Und dann vielleicht noch, ja, so ein Test. Den Rest werden wir dann in der nächsten Folge machen, inklusive PvP. Vorausgesetzt, es funktioniert. So, okay, das ist natürlich super hier auf einer Ex-Landebahn. Das ist natürlich super hier. So, perfekter Start. Einer Schaltung nicht perfekt. Sonst schaut das richtig gut aus hier jetzt. Und jetzt zünden wir noch die Nitro dazu. So. Und dann haben wir eine super Zeit. 13 Sekunden waren das auf jeden Fall. Ich glaube, sehr viel besser wird das gar nicht funktionieren. Alter, der Porsche schaut so mega geil aus in der Sonne. Das ist unfassbar. 13,5, ja, mega krass. Und einmal nicht perfekt geschaltet. Also das könnten wir noch besser machen. Aber so viel mehr ist dann bei mir höchstwahrscheinlich nicht mehr drin. In Sachen Autoleistung auch. So, perfekter Burnout. Jawohl, perfekter Start. Ah, wieder nur einmal gut. Wieder nur einmal gut geschaltet. Und jetzt sind wir noch mal ein bisschen früher den Nitro. So, bringt das noch was? Das könnte eine 13.4, 13.5 gewesen sein. Jetzt habe ich schon gar nicht mehr im Kopf, was eben unser erster Lauf, die Zeit war. Aber es könnte rein theoretisch noch relativ gut werden, der Versuch. Ja, das ist nochmal besser. 13.4, 6.7. Okay. Aber immer noch nicht ganz perfekt. Einen Schaltvorgang, den habe ich nicht ganz erwischt. Also komm, da ist noch ein bisschen was drin. Ein bisschen was ist noch drin. Die 13.3 könnte schon nach vorne stehen. Jawohl, perfekter Burnout. So, perfekter Start. Und perfekt geschaltet. So, und jetzt noch den Nitro hinzu. Ah, nicht ganz perfekt, den Nitro erwischt. Ja, und dann, das fehlt dann hinten. Ja, nicht ganz perfekt. Ich hätte den Nitro noch einen Ticken später zünden müssen. Dann wäre es, glaube ich, noch perfekter geworden, weil sonst war alles perfekt. Start war perfekt, Burnout war perfekt, die Schaltungen waren perfekt. Aber die Endgeschwindigkeit halt hat ein bisschen gefehlt. Aber sonst eigentlich ein, ja, 99% perfekter Lauf, den wir da gerade hingelegt haben. Und wir gewinnen ein Stufe 42 Differential mit Tempobonus. Das passt, jawohl. Jetzt haben wir hier schon mal den Dragster auf plus 800 oder auf 800. Sehr, sehr geil. Ja gut, 3300 ist da, aber der geht einfach von meiner Autoleistung nicht mehr. Ich habe das ja schon öfters erwähnt, dass ich da dann nicht viel mehr rausholen kann, leider. Alles klar, dann schauen wir mal, dass wir jetzt das Zeitrennen noch machen. Ja gut, wir sind eh schon im Silberrang jetzt drin. Dann passt das ja. So, ich werde jetzt noch das Zeitrennen machen. Okay, Cool Justin Gamer, das ist ja, ich glaube, der Justin 2000 auf YouTube, wenn es mich nicht täuscht. 2 Minuten 34, okay, interessant, das wird jetzt sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie gut wir da jetzt abschneiden. Ich hole mal heute den McLaren raus, wir fahren heute mal nicht im Lambo. Jetzt habe ich die Zeit schon wieder vergessen, was, irgendwas mit 2,37, glaube ich. So, das wird jetzt interessant.
Es sieht ein bisschen kurvig aus. Da kommt es natürlich drauf an, wie erwischst du die Kurven? Kannst du perfekt Lineallinie fahren? Ist irgendwo vielleicht Verkehr, der dich irgendwo behindern kann? So. Und erstmal schön. Oh, das ist. Ach du Scheiße. Alter, was ist denn hier los? Das ist ja richtig kurvig hier. Richtig kurvig. Und komm Vollgas. Und komm Vollgas. Okay. Kann man schon ein bisschen mehr fliegen lassen. 6 Kilometer ist das Ziel weg. Okay, okay. So, mal hier auf diesem kurzen Stück 300. Aber jetzt hier mal ein bisschen in die Eisen gehen. Leicht die Wand mitgenommen. Boah, und der McLaren kriegt Untersteuern beim Bremsen. Und wieder. Eieiei, das ist nicht ganz gut. Das ist nicht perfekt. Aber egal, wir sind noch locker im Soll. Ach du Shit. Alter, das war nicht gut. Aber da musste ich so dem Verkehr ausweichen. Da hatte ich keine andere Wahl gerade eben gehabt. So, und es gibt auch wahrscheinlich keine Offroad-Wahl. So wie das hier ausschaut. So wie die Strecke hier ausschaut. Der hat so ätzend das Untersteuern. Ist mir bei dem F1 hier noch nie so aufgefallen. Ist gerade das erste Mal. Was? Ich bin doch dran vorbeigefahren. Alter. Das war jetzt schon gerade echt ein bisschen komisch. Ich war doch eigentlich, ich bin locker vorbeigekommen. Hab ihn halt. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh Gott. Ich habe ihn halt ein bisschen mitgeschrammt, den einen eben. Aber sonst war es alles wunderbärchen. So. Eieieiei. So, jetzt haben wir noch 3 Kilometer vor uns. Aber jetzt nur nicht mehr zu viel wollen. So, jetzt hier nochmal. Jo, Vollgas. Ich habe gedacht, das wäre gerade eben ein Auto, was da gelaufen ist, sozusagen. Also nur ein Wolf und irgendeine Ochsenherde oder was weiß ich. Wir sind wieder zu spät hier auf der Bremse. Wieder ein Tick zu weit. So, aber unter 3 Minuten ist jetzt schon noch ein Ziel von mir. Das sollte auch locker noch machbar sein. Wir haben nur noch 900 Meter. Wenn jetzt hier kein Verkehr mehr kommt. Jetzt habe ich hier nochmal gelupft, ganz kurz, weil ich war mir nicht ganz geheuer. So, 2:35. Was für eine Zeit ist das jetzt? Ich glaube, relativ gut. Ich meine, der Justin ist 2:37 gefahren, also hatte wohl auch ein paar Fehler drin. What? Exotenstart? Ach so, stimmt. Das habe ich verdient wegen diesem Exotenrang da. Ich kann mich dran erinnern. Den kann ich euch gleich gerne zeigen. So, wir haben Motorkennstufe 42, aber der bringt uns nichts wahrscheinlich. Doch, plus 2. Das heißt, wir hatten vorher Stufe 41. So, genau. Nämlich ganz oben seht ihr Exotenrang. Exotenpunkt, da haben wir jetzt wieder 60. So, 2400. Ja, also ist natürlich nicht perfekt. Da muss eigentlich schon Top 1000, muss da eigentlich schon drin sein. Wenn ich nicht ganz so unkonzentriert gefahren wäre. Ja, weißt du, was heißt unkonzentriert? Ich hatte das gecrashed, war ein bisschen bitter. Da bin ich ein, zwei Kurven einfach einen Ticken zu weit rausgekommen. Ein bisschen zu spät gebremst. Und dann passiert es halt. Ich kann ja mal gucken. Ah, 2:34,7 hatte der Justin. Okay, da sind nicht. Dann gab es mal 2 Zehntel Unterschied zwischen uns. Also heftig. Heftig. Fast zeitgleich. So, jetzt würde ich mal sagen, wir haben noch mal kurz Zeit. Dass wir jetzt mal nochmal den Flucht machen werden. Wir schauen mal, Freunde, es hat keiner, bis jetzt noch keiner gespielt, okay? Interessant. Ja, was machen wir hier? Es haben ja end viele gesagt, Monster Truck wird da sehr, sehr abgehen. Deswegen hätte ich jetzt mal behauptet, das probieren wir einfach mal. Auch so in Sachen Beutetests und so haben ja einige geschrieben, jo, easy, probieren wir den Monster Truck. Das haut sich richtig gut, jetzt probieren wir mal den Fluchttest mit dem. So, einfach geradeaus, würde ich jetzt mal behaupten, mit dem Autochen hier. So, nur genau das ist dann mein Problem, was ich habe, dass der sich einfach dann irgendwie aufstellt und aufkugelt. So, und jetzt komme ich nicht auf den grünen Zweig. Genau das ist dann das Problem, was ich habe, liebe Leute. Genau das ist das Ding. Ja, das bringt mir jetzt nicht so viel, die Bremsen. Na komm, weiter, geh weiter. Ja, will ich ausstatten. Und den will ich dann gerne nochmal machen.
Vielleicht, da war links ein Jump. Wir probieren es jetzt nochmal mit dem Monster Truck. Und danach probiere ich es vielleicht nochmal mit einem anderen Auto. Also der Weg hat hier schon gepasst. Ja, okay, gut. Das hat jetzt natürlich nicht gepasst. Ja gut, ich komme hier gar nicht durch. Ja, geil. Super. So, jetzt hat er mich gleich eingeholt hier, das rote Feld. Ja gut, das war's. Nee. Das ist halt schwierig, durch diesen Wald da zu heizen. ich denke, ich werde da... Was nehme ich denn da jetzt für ein Auto? Nehme ich eher Rally, oder? Mehr Rally als Gelände, weil Gelände, das kostet mich dann zu viel Speed. Bin zwar jetzt ein bisschen weiter gekommen. Na komm, einmal eine Chance geben wir dem Monster Truck noch. Eine Chance geben wir dem Monster Truck noch. Muss halt irgendeine Schneise finden, wo möglichst wenig Bäume waren. Oder sind. Die Schneise war eigentlich eben gerade ganz gut. Gut, jetzt bin ich wieder hier hängen geblieben. Jetzt komme ich hier gar nicht weg. So. Okay, okay. Nein, nicht gegen den erstbesten Baum hier direkt. Okay. Oh Mann, hey. Goldlevel hätten wir fast. Mein Gott. Das war jetzt gerade ein bitteres Ding, dass wir da irgendwo hängen geblieben sind. Aber jetzt wird es Zeit für unseren Rally Z4. So, da kriegen wir jetzt zwar nochmal schön Teile. Aber ich denke mal... Ja gut, der Ränge sind wir jetzt nochmal einige nach oben gegangen. Nein, nicht fortfahren. Oh Gott. Ach komm. Ach komm. So, jetzt brauchen wir natürlich Rally, den Zeddy, weil dieser Touareg, der ist so... nein, nicht Muck. Der ist so ungelenkig, sage ich jetzt mal. Das ist heftig. So, jetzt machen wir hier eine Blitzreise schnell. Das wird ja nicht so lange dauern. Genau, und jetzt würde ich sagen, geben wir Stoff, gehen wir steil. Und schauen mal, ob wir mit dem Autochen hier besser durchkommen. Wäre natürlich interessant zu sehen sein, wo die KI fährt, gell? Das wäre natürlich auch super. Ach du Scheiße. Und jetzt landen wir direkt bei einem Baum, oder? Nee, noch nicht mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, einfach Augen zu und durch, oder? Holy shit, holy shit. Holy shit. Holy shit, Augen zu und durch. Jawohl. Oh, 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 oh. Alter, was für ein Versuch war das denn bitte? Einfach nur Vollgas den Berg runter. Holy moly, liebe Leute. Das war doch jetzt ein heftiger Versuch, oder? Alter Schwede, ich krieg nochmal plus 2 Steuergerät. So, jetzt wie viel da Platz bin ich? 735. Ja, also soll mir da jetzt nochmal einer was sagen? Alter, wie kann man da noch schneller sein? Das geht ja fast gar nicht. Das geht ja wirklich fast gar nicht. So, jetzt werde ich nochmal zurück zum Summit gehen und dann werden wir jetzt auch für diese Folge haben. Ja, auf Gold bringen wir das schon noch hoch. Da habe ich keine schlechte Bedenken. Und ja, deswegen würde ich jetzt aber erstmal sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir noch die 2 Klettertour-Tests machen und dann natürlich noch im PvP reinschauen. Und ja, dann hätten wir es auch schon wieder für das Qualifier. Aber das ist Zukunftsmusik, das kommt morgen oder beim nächsten Mal. Und ja, deswegen sage ich jetzt erstmal Ciao, Servus. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sag bis dann.